Mal 2 Minuten und 25 Sekunden, dann legen wir los. Ich habe Kalispera geschrieben. Ich glaube, du weißt immer, dass du Griechisch kannst. Ja, Kalispera. Kalispera, das ist, ja, ist immer schön, Griechisch zu hören und Griechisch zu reden ab und zu. Das ist eine tolle Sprache übrigens. Kann man auch lernen, wenn man möchte. Ich muss halt wieder einen neuen Kurs machen. Ich habe so ein paar Sachen wieder verloren. Efaristo. Ja, Parakalo. So, Freunde, wunderschönen guten Abend und ich hoffe, es geht euch allen gut. Mein Name ist Jan Tauer. Ich bin heute der Moderator für den Abend. Und natürlich nicht allein. Ihr habt es schon gesehen. Liebe Zauberin Christine ist auch dabei. Hallo, ich bin wieder hier. Endlich! War lange Zeit, dass gestern, wir... Gestern war ich auch da. Ja, gestern war aber lange Zeit, dass wir hier zusammen eine Show zusammen machen. Das stimmt. Wirklich. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, letzter Tag im Monat heißt Monatsfinale. Das heißt, 12 Fragen vom vergangenen Monat. Also die Leute, die fleißig mitgespielt haben, sollten das Quiz doch schon relativ gut meistern. Und ich erinnere mich immer noch dran, ihr fragt ja, wann bekomme ich Rettungsringe? Ja, entweder heute gibt es einen für jeden, der auf die erste Frage antwortet. Und wenn ihr Freunde einladet, wenn wir nicht live sind, gibt es für jeden Kollegen einen Rettungsring. Ne? Folgt uns gerne auf Instagram, da gibt es immer ja, ein paar Infos oder alles Mögliche, wie gesagt, rund um das Thema Quizduell Live und Quizduell. Also lohnt sich da auf jeden Fall zu folgen. Und das Besondere heute, der Preisspot. Anschnallen, meine Leute, es sind satte 800 Euro im Preisspot. Was will man mehr? Und da bin ich mal gespannt, wer von euch heute richtig absahnt. Und das Ganze. Mittwoch haben wir auch was Tolles. Und zwar, Christina, was haben wir da? Wir haben hier einen Sprachquiz. Da werden euch verschiedene ja, Sprachen vorgespielt, die gesprochen werden. Dann müsst ihr raten, welche Sprache das ist. So sieht's aus. Hört sich gut an. Und bevor wir losgehen, möchte ich nochmal sagen: Ab sofort könnt ihr das Geld spenden an das Rote Kreuz und damit auch die ja, Menschen, die zurzeit ja, im Kriege sind, zu unterstützen, gerade für die Ukraine. Also, gewinnt ihr heute, könnt ihr gerne das Geld spenden an das Rote Kreuz. Ich habe geschrieben, 800 Euro bitte spenden an die Ukraine und das kann man machen. Könnt ihr alle zusammen machen. Also Leute, denkt dran, Gutes tun zusammen. Wie immer gesagt, die Quizduell-Familie hält zusammen. Freunde, los geht's. 15.800 Leute. Frage 1, gibt's ein Bild? Eine Flagge. Oder eine Flagge, genau. Vom Flaggen-Quiz. Bin mal gespannt, ob ihr das drauf habt. Weg ist sie. Welche Flagge war denn hier zu sehen? War das Portugal oder war das Spanien? Der Chat ist sich relativ einig. Hoffe ich doch, ist ja noch eine einfache Frage. Ja, CR7 schreibt einer. Das ist natürlich richtig, dass die Heimat von Cristiano Ronaldo... Aber die Heimat ist ja Madeira. Madeira, stimmt, ja. Aber er spielt natürlich für die portugiesische Nationalmannschaft. Und das wussten 15.800 Leute. Klasse Arbeit. Nicht schlecht. Sind wir 16.000 heute sogar Abend. Mhm. Schön, so soll es sein. Hallo Tobi, schreibt einer. Christina kennt sich aus. Genau. Womit? Weiß ich nicht. Die zweite Frage kommt aus einem Liebesquiz, das die Christina hatte. Und die lautet so. Wie endet das Sprichwort? Alte Liebe rostet nicht, sollte nicht mit Steinen werfen, macht den Kohl auch nicht fett oder geht durch den Magen? Ja, da habe ich mit der Annika zusammen am 14. Februar das Valentinstagsquiz gemacht. Stimmt. Da erinnere ich mich auch dran. Das fand ich auch richtig toll. Okay. Und das hier, genau, Herzchen. Das wichtige Wort hier natürlich ist alte, weil Liebe geht durch den Magen, aber alte Liebe rostet nicht. Das wussten auch die meisten. Ja, siehst du, ein paar haben sich nämlich vertan. Ja, was war denn dein Lieblingsquiz? War es vielleicht das Tierquiz? Das war das Tierquiz auf jeden Fall, wo ich die... auch einen kleinen... Kriege, wo ich komme, Hilfe. Genau. Könnt ihr euch daran erinnern, wie gesagt, da hatten wir ja den Problem. Da habe ich ja die Schlange auf dem Hals gehabt. Oh Gott. Und ihr könnt auch mal gerne im Chat schreiben, was euer Lieblingsquiz war. Da bin ich mal gespannt. Wir hatten ja einige Sachen. Wir hatten ja einen Sexquiz, wir hatten ja einen Bundesjahrquiz, wir hatten einen Liebesquiz, wir hatten einen TV-Serienquiz und einen Tierquiz. Also alles dabei. Wird die größte. Jetzt machen wir aber weiter mit einer Frage vom Sexualquiz. Frage Nummer 3. Ich hoffe, ihr wisst das auch noch. Was ist die häufigste Geschlechtskrankheit in Deutschland? Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien oder Trichomonas? Viele schreiben Tierquiz auch. Liebesquiz haben viele geschrieben. TV-Serienquiz. Das Quiz habe ich gemacht, das Sexquiz zusammen. Freitagsquiz haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Nee, das planen wir aber bald, hoffe ich doch. 300.000 Menschen stecken sich leider jährlich damit an und das sind die Chlamydien. Wie viele wussten denn das? Viele dachten Syphilis. Ui, ich glaube, Syphilis ist gar nicht mehr so verbreitet. Nee,
Ich glaube nicht. Rettungsring, Rettungsring, den könnt ihr ja noch benutzen. Die nächste Frage kommt aus unserem Ja-Nein-Quiz. Das heißt, es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten. Und Frage 4 kommt hier. Sieht man in der Nähe gut, wenn man kurzsichtig ist? Ja oder nein? Und das Gute ist, dass wir hier einen absoluten Experten im Studio dafür haben. Christina, kannst du uns das kurz erklären? Genau, ich bin kurzsichtig, habe Kontaktlinsen. Ich kann aber ohne meine Kontaktlinsen und ohne meine Brille ein Buch lesen. Aber ich kann nicht Fernsehen gucken oder Auto fahren. Ohne Brille. Ohne Brille, genau. Ohne Kontaktlinsen. Genau, deshalb ist natürlich die richtige Antwort. Ja, wie viele wussten das? Da haben wir auch einige wieder verloren. Rettungsring, 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 Freunde. Nächste Frage ist aus unserem Richtig- oder Falsch-Quiz. Und da gab es auch einige Diskussionen, weil da war ich dabei. Da haben wir viel diskutiert im Chat. Die Frage Nummer 5 kommt hier nochmal. 0,5 geteilt durch 0,5 ergibt 1. Ist das richtig oder falsch? Ja. Eigentlich weiß man das, aber ich finde es immer verwirrend, wenn man es dann hört. Genau, weil das keine ganzen Zahlen sind. Genau. Ne? Aber wenn du 1 durch 1 teilst, ist es 1. Wenn du 2 durch 2 teilst, ist es 1. Wenn du 3 durch 3 teilst, ist es 1. Und bei 0,5 durch 0,5 ist es auch 1. Und das wussten die meisten sehr gut. Ihr habt gut aufgepasst. Wenn die 2000 es nicht wissen, können das ja mal in den Handy-Taschenrechner eingeben. Ganz schnell nachdenken. Genau. Vor der 6. Frage haben wir kurz einen kleinen Sound für euch. Genau, hört genau zu. So gut kann ich nicht tanzen, aber die Frage dazu. Wie heißt dieses Lied? Hurricane, Blowing in the Wind, Lay, Lady Lay oder Handle with Care? Von einem überragenden Sänger, und zwar ist das Bob Dylan. Und ein Satz, den er mal gesagt hat, den fand ich so überragend. Ich war nie ein guter Sänger, hat er immer gesagt. Aber wenn du eine gute Geschichte zu erzählen hast, dann hören dir die Menschen zu. Und so ist es auch bei dem Lied Hurricane. Und das wussten 7.334 Leute. Klasse. Ihr gebt uns in die letzte Frage, wo ihr euren Rettungsring benutzen könnt. Bin ich mal gespannt. Frage Nummer 7. Wie heißt die Hauptfigur in George Orwells Klassiker 1984? Bernard Marx, Winston Smith, O'Brien oder Old Mayer? Genau, das kommt aus dem Literaturklassiker-Quiz. Das habe ich auch gemacht. Genau. Weißt du noch, wie viele Leute da richtig hatten oder falsch? Oh, keine Ahnung. Nee? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall 1948 geschrieben, handelt von kommunistischem, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall Winston Smith ist die Hauptrolle und das wussten wie viele. Haben wir mal einige verloren. Aber noch könnt ihr den Rettungsring benutzen, das ist jetzt die letzte Chance. Weil wir gehen jetzt zur 8. Frage und da könnt ihr den Rettungsring nicht mehr benutzen. Und vor der Frage 8 gucken wir uns kurz ein Video an. Wie heißt denn diese Serie? Glamour, Falcon Crest, Dallas oder der Denver Clan? Das war das Serienquiz. Ja, stimmt. Das war das TV-Serienquiz, haben wir das genannt. Ne? Genau, TV-Serienquiz. Und die Serie, die wir hier gesehen haben, aus dem Jahr 1981 ging bis 1990. 9 Staffeln, 227 Episoden und das Ganze ist Falcon Crest. Wie viel haben das gewusst? 5.897. Wow! Sehr gute Arbeit, muss man wirklich sagen. So viele Leute geben uns die 9. Frage. Es geht ja um 800 Euro, meine Lieben. Nächste kommt aus dem Jeopardy-Quiz, das gestern war. Deshalb, ich sage die Antwort und ihr müsst die richtige Frage dazu finden. Frage Nummer 9, oder Aussage Nummer 9, kommt hier. Jefferson City. Was ist die Hauptstadt von Kansas? Was ist die Hauptstadt von Illinois? Was ist die Hauptstadt von Maine? Oder was ist die Hauptstadt von Missouri? Ich glaube, es war sogar Frage Nummer 12 gestern, oder? Ui. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, das war die allerletzte Frage gestern. War das so? dann bin ich mal gespannt, ob ihr das jetzt hier wisst. Ist auf jeden Fall eine kleine Stadt, 43.000 Einwohner, glaube ich, ungefähr. Was ist die Hauptstadt von Missouri, ist die richtige Frage zur Antwort. Ja, gut. Da verlieren wir knapp 2.500 Leute, aber trotzdem 3.336 geben uns in die letzten drei Fragen. Ja, nächste Frage kommt nochmal aus dem so Sex-Quiz. Welches der folgenden steht für eine langanhaltende und schmerzhafte Erektion? Diphalie, Frenulum, Priapismus oder Epithalialis? Ich glaube ja auch, dass euer Lieblingsquiz eigentlich das Sexquiz war, weil da haben wir am meisten mitgespielt. Auch wenn es niemand zugeben möchte. Keiner hat es gesagt. Ich finde das Sexquiz, fand das klasse.
Und ihr wart auch sehr nett im Chat zu mir. Ich bin ein bisschen rot geworden zwischendurch. Aber die langanhaltende Erektion ist der Priapismus. Uff, 2228 Leute, sehr gut. Zwei Fragen haben wir noch. Die vorletzte Frage ist eine Flagge. Guck genau. Das war das Mauritius. Welche Flagge war hier zu sehen? Salomoninseln, Marshallinseln, Nauru oder Guam? Schreiben sehr viele Guam im Chat, aber die Christina hat zwei interessante Sachen über diese Insel. Genau, und zwar ist das ein Inselstaat im Pazifik und es ist die kleinste Republik der Welt und ist nicht Guam, sondern Nauru. Nauru ist die richtige Antwort. Wie viele Leute wussten denn das? Uff, 1881 Leute. Ihr seid dabei bei der letzten Frage. Vor der Frage 12 gucken wir uns ein Bild an. Süß. Was ist Tierquiz? Genau. Welches dieser Tiere ist am engsten mit dem Klippschliefer verwandt? Wildschwein, weißer Hai, Elefant oder Wanderfalke? Elefant. Kröte, Pferd, Elefant, Löwe, Hai. Wird viel geschrieben im Chat. wir haben uns das ja die beiden Stammbäume angeguckt. Und vor Millionen von Jahren, da war der Klippschliefer ganz eng mit dem Elefanten verwandt. 1501 Personen wussten das. Herzlichen Glückwunsch. 53 Cent. Wie gesagt, spendet das gerne an das Rote Kreuz. Könnt ihr nach dem Quiz machen. Und wir gucken uns ein paar Gewinne an. Super Arbeit an Hage 1964, Maxi 501, Günni Pick, Danjuk, G31, Pauliline 200, Silki 2988, Diane 03301, Toddy Frings, Amelune. Herzlichen Glückwunsch und nochmal vielen, vielen Dank, dass so viele Leute mitgespielt haben. Denkt dran. April Christina, tolle Arbeit heute und vielen Dank. Ne? Danke. Bleibt gesund und passt euch auf. Ja, schade, dass ich mich nicht an die Hauptstadt von gestern erinnern konnte. Ich glaube, das hatte ich gestern auch schon verkehrt gemacht. Ja, das war natürlich ungünstig, sonst wäre ich, glaube ich, durchgekommen. Auf jeden Fall, naja gut, 51 Cent ist ja natürlich auch nicht die Welt, aber ist ja besser als nicht. Ich habe ja noch ein paar Rettungsringe, daher ist das dann auch nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, ich muss dann zwischendurch meinen abgeben. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass ihr gewonnen habt. Und dann gucken wir mal, was die 50.000 Münzen bringen morgen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja,
Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal. Deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.